willkommen zurück zu einer weiteren Runde League. Heute mit Laura, Panda und zwei Kumpels oder Abonnenten von Laura. Ich weiß es nicht, sind Abonnenten Laura, sind das Kumpels? Abonnenten von dir und okay. Kumpels von mir sogar. Vielleicht ein bisschen, ja, von mir wohl kaum, ne, Perek? Ja, du hast du keinen YouTube-Kanal? Ich wollte gerade 50.000 Laura Follower macht bald, sonst. Laura macht doch bald einen auf, hab ich gehört. Da lädst du dann jeden Tag Leona Gameplay hoch. Ja gut, genug Witz. Ja, also Fireforce Ace und Bonobo Marksman. Ey, dieses Bonobo, ne, das setzt sich echt durch Brücki durch, ey. Ist das Brücki? Nee, das ist nicht Brücki. Aber es ist ein Abonnent von Brücki. Wow, hast du mich jetzt gerade getrollt und ich habe darauf geantwortet? Wow. Und Annie ist noch im TS, aber der sagt nur ab und zu mal unbedeutenden Mist. Ab und zu unbedeutender Mist. Ja, genau sowas. Und ich spiele ja so, denn ich bin jetzt eher so Main-Kappa. Nee, aber ich wollte ihn mal ausprobieren. Und mal gucken, wie der so ist mit der Warlords Bloodlust. Ja, ich spiele das, jetzt eigentlich ganz okay. Ja. Oh, du spielst keine Riven? Ich dachte, du spielst nur noch Riven. Ich dachte nur, geh heute mal nicht. Ey, ich hab sogar den Project Yasuo. Weißt du, was das heißt, Mann? Das ist krass, oder? Ja, das ist der Noob Detective. Weißt du, jeder Silverboy hat den Scan. Aber wenn du den Cowboy Yasuo rockst, dann bist du der Tryhard. Ich muss sagen, ich hab ja so vielleicht. Ich hab den ja früher mal sehr viel gespielt, wo der noch richtig broken war. Und mein Gott. Ach, ich werd alt und krank. Danke übrigens. Als er noch richtig strong war, ich komme mal. Ich hab neuerdings immer das Problem, dass mein Augenlid irgendwie zuckt, Alter. Holy fuck, Mann. Ich glaube, ich spiele echt zu viele Computerspiele. Mein Körper sagt schon, hör auf. La la la. Eigentlich ist ja so extrem gut gegen Anivia, weil du ja so eine Wall hast. Du kannst einfach den Q und den E blocken. Nicht wirklich so. Ernsthaft? Ich habe schon ein, zwei hier so Games und glaub mir, Nivea ist nicht spaßig, sobald Level 6 wird. Du kannst doch nicht auf die drauf dashen, weil sie halt während deines Es kann sie halt die Q schmeißen. Du kannst sie nicht blocken. Ja, aber ich bin Yasuo Main. Achso. Okay. Gut, ich nicht. Sorry. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wenn du das machst, ist das was anderes halt. Du bist halt nicht so gut wie ich. Ja. Ist halt die Sache. Das ist eigentlich voll nice, keine Ahnung. Amk? Amk! Amka, Digga! Das ist voll nice, schwöre, Brudi. So, man kauft jetzt einfach Static Schiff und danach Infinity Edge, ne, mit Yasuo. Und danach mal 100% Crit. Das ist cool. Dann ist God Mode activated. Vorbei. Irgendwie mache ich nicht viel aktuell. Das ist, not so sweet. Aber egal, ich farme. Das ist alles, was wichtig ist. Und ich habe mehr Farm als Anivia, von daher. Ist alles cool. Nice. Ich dachte, ich bin ja so Main. Oh. Doch. Gank Escape Main. Hast du gesehen, oder? Weil ich für Gank Escape Main bin. Die Wall des Todes, Mann, was ist da los? So, ich habe eigentlich ganz gut Gold. Anivia geht, glaube ich, gerade weg. Ich weiß nicht, warum Leute immer noch TP spielen. Also klar, mit einigen Champions finde ich es gut, mit Anivia nicht unbedingt. Mit ihr würde ich wahrscheinlich eher Exhaust spielen. Also, keine Ahnung, wäre meine Idee. Aber ich spiele auch Ignite und spiele nicht aggressiv, also von daher sollte ich wahrscheinlich einfach lieber die Klappe halten. Boah,
Warum bin ich echt Level 6, wenn der Level 3 ist? Warum hat der Rumble Kekse, Alter? Was ist das denn für ein Horst? Wenn der Funnel Lords hat, das andere ist halt ups. So, jetzt habe ich 40% Crit. Hä? Warum hat sich meine Crit-Rate gerade so aufgebaut? Was ist das denn? Das ist ein bisschen buggy. Das ist ja voll merkwürdig. Du kaufst 20%, hast dann auf einmal 35% und dann baut die sich auf 40% auf. Master. Wie ist der nicht um? Das ist uncool. Das ist irgendwie nicht so meine Blame. Ein Chopper, kein Flash. Bisschen der erste Mähne. Oh, du bist nicht ein Old-Chat. Der Master Yi, Lee Sin ist in der Mitte. Warum will ich immer Master Yi sagen, Alter? Master Lee. Uff. Ich hab irgendwie. Irgendwie habe ich noch nicht so viel Spaß. Aber kommt noch mit dir. Er ist doch voll die easy lane, oder? Ja, ich hab immer gedacht, es wäre easy. Ne? Der Lee Sin, der immer die ganze Zeit sittet, Alter. Ich bin doch nur ein Yasuo. Ich kann doch nichts. Annie, wir das Mess. Ach, jetzt weiß ich, was verkehrt ist. Ich habe die falschen Masteries und Dings drin. Ja, ich hatte auch eben noch AD Masteries drin. Crit. So, eigentlich will ich ja bleiben, bis ich Static habe, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Oder? Das ist übelste Farm-Game irgendwie. Dangerous Bobo heißt der einfach, ey. Wow. Wanderer isn't always lost. User disconnected from your channel. Okay. Tschüss. Tschüss. Achso, da war einfach Annie. Ich glaube, den seinen Dings. Den einfach nicht mehr. Verkackt. Ach, scheiße, ich hab meinen Dings. Da habe ich gerade meine Tastatur gefickt. Um es auf gut Deutsch zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, jetzt habe ich Static. Jetzt gehe ich ab, oder? Wie war das? Ich glaube ja, ne? Sobald man Static hat, geht man steil, oder? Ich glaube, das war so. Ich habe 60% Crit. Also, ich habe Respekt an die Leute, die den Champion gut spielen können, irgendwie. Also, keine Ahnung, ich weiß halt, ich kann halt null einschätzen, wie ich spielen muss. Und deswegen spiele ich halt super defensiv. Das ist halt, ich weiß nicht. Macht halt irgendwie mehr Sinn, glaube ich. Als wenn ich hier voll aggressiv reinkloppen würde. Das erließ er noch nicht oben, weil sonst wird er nicht mehr.
Wäre der echte Midlane gewesen. Nein! Oh Gott. Aber das YouTube im Namen ist schon ein Global Taunt irgendwie. Ah, fuck, Alter, ich hab mich echt noch treffen lassen. Scheiße. Ich muss sagen, ich merke schon den Powerspike, seitdem ich Static habe. Extrem. Ja, es wurde auch gebufft. Das ist halt in der Preseason, ne? Da war jetzt mal 10% mehr Crit. Oh, lol, der hat mich echt noch gekillt, ey. Fuck. Dammit, Alter. So, ich brauche eigentlich müsste ich mir jetzt noch direkt Cloak of Agility holen. Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, weil ich dann direkt 100% Crit hätte. Er ist halt nice. Super geldeffizient, der Cloak of Sessel, quasi ja, doppelte Effizienz. Ah, dammit, Alter. Boah, der Rumble hat auch kein Fun. Ja, Nivea ist echt super mutig irgendwie, ich weiß auch nicht. Wundert mich. Spielt echt super greedy irgendwie. Alter, what? Die hat immer noch nicht... Oder doch, hat die Kalati jetzt schon fertig, oder? Ja, muss ja. Mit der 100 fahren.
Da kann jetzt Zahlen draufstehen, aber schon, ja. Ich finde, dieses Item lohnt sich einfach nie. Keine Ahnung. Ich finde, das ist echt. Ich hab's auch nie gesehen, wo es irgendwie gerockt hat, das Item. Ich finde, das ist so nicht worth einfach. Keine Ahnung. Hey, Rumble. Ja gut. Ich bin B. Alter, was machst du denn mit denen, ey? What the fuck? Ich weiß nicht, der holt mich in die Base. Haben wir Death Fighter schon gekillt? Kriegt mich trotzdem nicht, oder? Ja, doch. Nice. Gut. Ich habe jetzt eigentlich ganz gute Items. Ich habe jetzt BF Sword und Pickaxe. Ich glaube, jetzt könnt ihr ja nie wieder easy legen. Ja, ist noch kein Stunfuss oder so auf jeden Fall. Boah, geht der Typ mir auf den Sack. Ja, unglaublich. Freund hier oben. Geht das hier? Rumble ist Mitte? Der ist ja ultra low. Fuck. Was ist der, hat das denn mit dem gemacht, Alter? Holy shit. Nix. Der ist ja komplett raus. Der macht ja gar nichts mehr. Na, der hat ganze 60 Farben inzwischen. Holy fuck, Alter. Na, der hat ja Spaß an der Bank. Ich komm hoch. Ja, die krieg ich auch so. Kappa? Kappa. Wie schnell die sterben, Alter. Ich brauch gar nichts machen. Holy fuck. Das ist ja super dämlich. Ich hab noch 5000 Gold in der Tasche, ich weiß nicht. Oh lol. Ich bin tot. Doch nicht. Easy. Kalkuliert. Kalkulation. Oh Gott. Lol, geile Rumble-Ult, würde ich sagen. Läuft bei ihm. Nein, 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 nein. Schocken gehen. Erstmal die Rabadons und das Sonjaske. Rabadons, Sonjas.
5 voll AP. Läuft. Da wieder so ein Stump-Game, ich weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, 1-2 Games nur die Season, die nicht nach mindestens 35 Minuten zu Ende waren. Ja, das ist irgendwie, echt sehr sad, ich weiß auch nicht. Obwohl wir gar nicht so gefeedet sind, ne? Ich meine, es steht 19-13, ja, was jetzt nicht so heftig ist. Aber, ja, das reicht anscheinend schon. Keine Ahnung, ich finde jetzt auch nicht, dass ich so überragend gespielt habe. Aber trotzdem, keine Ahnung, mach ich halt ultra den Damage. Der Rumble von denen hat halt gefeedet und das reicht aus, dass sie halt instant verlieren. Das ist super heftig irgendwie, ich weiß auch nicht. Minute 20 alle Inhibs zu haben, ist super krass. Also das ist echt mies. Die Tryhard auch nicht mal, keine Ahnung. Ne, die haben auch keine Lust irgendwie. Ist auch nicht. Ja gut. Ich hab nicht schon mal. Wie kalt war das? Das war ein bisschen ungünstig. Oh Gott, ey. Alter, wie hart die gegen die Minions verteidigen müssen, ey, das ist so krass. Die können halt gegen die Minions auch nichts machen, ja, die ne? Die wollen auf dem nächsten Patch mit bisschen Waffen. Ja, ja, dass die mit Level skalieren oder sowas, ne? Ja. Das ist richtig krass. Boah. Warum bin ich nie da, wenn da so ein geiler Kick kommt, ey? Ich bin einfach useless. Trotzdem gewinnen wir das Game. Ich fühle mich richtig schlecht irgendwie. Ich fühle mich halt richtig useless. Also auch nicht. Stumpf, cute. Wow. Ein Perik, ein Helping, Alter. Ich habe echt viel gemacht. Cool, Leute, dann würde ich sagen, was dafür. Schreibt mal eure Meinung zu dem Crit Mastery Keystone rein und ob ihr Yasuo momentan in der Meta stark findet in der Preseason oder nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.